Und guten Tag wünsche ich euch und willkommen zur vierten Folge Minecraft Arena Brawl. Falls euch das Spielmodus nichts sagt, schaut auf jeden Fall die anderen Runden an, da wird es erklärt sozusagen, wie es funktioniert. Wir haben es jetzt schon ein paar Runden nicht mehr, paar Tage nicht mehr gespielt und das letzte Mal war es im Livestream, falls ihr es gesehen habt. Und jetzt spielen wir wieder eine Runde hier. Yeah. Ich habe noch meinen, wie heißt es nochmal, das mittlere Utility-Skill habe ich ausgetauscht durch die Warfare. Hier da kommt auch direkt ein gelblicher, den gelblichen den, direkt? Ja, den direkt, auf den gehen wir direkt. Okay, ja. Ist jetzt direkt eine Wall? Schaden. Sehr gut. Oh, er hat seinen Splash hier benutzt, aber kein Problem. Er hat schon guten Schaden. Oh ja, er hat der, schon, kriegt hat schon Damage, guten der kriegt Damage rein. Er hat schon guten ich Schaden. Ich setze auch eine Wall. Sehr gut, jetzt weiter. Und dazu ein Totem. Er klettert hoch. Ich setze ein Totem hier hinter. Er ist runtergefallen. Oh, er will unser Totem zerstören. Der eine hat er auch geschafft. Der Gelbe nimmt Schaden. Immer mehr. Aber der Heilung ist da und er wird sich die Heilung holen. Ich hole mir die Heilung. Okay, hol die Heilung geholt. Hol die. Oh, sehr die gut, nehmen beide gut, aber gut. Schaden. Auch der andere nebenbei einfach. Sehr gut. Und Totem. Also schon eine Wall und bam. 500. Boah, die Wall ist so gut, um Damage reinzukloppen. Okay, hat es ein Splash hier gegeben. Ich kriege auch einen Schaden rein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das stimmt, aber ich kann gleich Totem machen. Gleich Bauer und Mauer und dann okay. Totem. Und komm rüber zu mir. Ja. Mauer. Totem. Oh. Mein Totem sitzt auch. Dein ist tot. Ist er echt schon tot? Ja. Alter, wie haben wir die vernichtet? Das ist super gut, wenn die feststecken. Ey, schon gewonnen. Alter, das war die übelste knappe Runde. Okay, ja, ich würde sagen. Aber wieso geht das so schnell? Wir haben auch richtig viel Damage bekommen. Lass uns in die Arena 1 gehen. Komm, Arena 1. Warum werde ich hier nicht rausgeportet? Ach so, weil wir jetzt noch den anderen Spielern eigentlich zugucken könnten. Hä? Oder? Nein. Ich kann hier nicht raus. Ich bin immer noch in der Arena. Und wenn ich Slash Hub mache, das steht da already connected to the server. Okay, dann lock dich einfach mal schnell aus. Ah. Disconnect. Wir treffen uns in Arena 3. Arena 2. Okay. Hä? Jetzt bin ich wieder drauf connected, bin immer noch in der Arena. Okay. Das ist Something went wrong in this game. Lustiger Zufall. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns einfach gleich, wenn es geklappt hat, in der nächsten Runde und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ich mache hier einen kurzen Cut. So, da sind wir auch schon wieder in der zweiten Runde. Es geht in 10 Sekunden los. Ihr habt eben gewonnen. Oh, kämpfen wir gegen den gleichen? Oh, vielleicht, oder ich weiß nicht, es ist immer Zufall, weil es sind mehrere Leute in einer Runde. Richtig, also hier neben ist noch eine Arena, wo auch nochmal 4 Leute kämpfen. Okay, ich bin super. Ja, das sind die wieder. Okay, dann machen wir, ja, die werden auf jeden Fall aus ihren Fehlern gelernt haben. Wir gehen diesmal auf den Blauen, diesmal gehen wir auf den Down. Da rechne ich mit. Okay. Aber die machen gut Damage, ey. Ja, das stimmt. Okay, ich setze direkt Splash hier reingekloppt. Oh ja. Krieg Damage rein. Ich setze jetzt die Wall und Totem direkt. Okay. Oh, der nimmt aber Schaden, der nimmt Schaden. Ja, wir sind voll. Okay, sehr gut. Einfach die ganze Zeit sehr gut. Adi ist wieder da. Hallo Adi. Er hört mich verständlich. Healing ist da, ich hol mir Healing. Okay, hol's hier. Ich glaub einfach weiter. Hab's geholt. Übrigens ist das jetzt geändert worden, dass, also an alle Zuschauer, es kommt nicht mehr genau bei halb Healing und bei voll Damage. Oh, Tuddle, du wirst Damage kriegen. Ich mache eine Wall. Okay, der ist gleich tot. Ne, doch nicht. Der hat sich wieder geheilt. Er ist runtergefallen, oder? Ja. Hier unten setzt jetzt ein Totem hin. Gut. Komm runter. Oh, er hat wieder 1000 gehabt gerade. Das ist nicht cool. Und Mauer. Dann klemmt er da wieder. Und bam, bam, bam. Okay, ich glaube, es könnte jetzt eher mal einen Moment. Er hat 300. Okay. Okay, die ganze Zeit komm, drauf. Komm, den. Oh, der muss sterben. Oh, scheiße, mein Ding ist daneben gegangen, mein Voldatoss. Mir geht's gar nicht gut. Ich hole mir Double Damage. Oh, ich hab Angst, dass ich sterbe. Er hat nur noch 200. Komm her zu mir. Oh Gott, was ist auf einmal los? Ich hab ihn getötet. Gut gemacht. Boah, wie viel Damage dieser Scheiß einmal macht. Oh nein, ich sterbe. Ich hab ihn festgemacht. Renn weg. Der will dich töten. Warum machst du nichts? Hä? Ich bin runtergelaufen, wurde wieder hochgeportet. Egal, ich hab ihn zermatscht. Okay, das war also bei dem. Was war das denn? Ja, ich bin runter zum Healing gelaufen. Bei mir stand's da oben. Boah. Alter, okay. Ich wurde dann ja auch zurückgeportet.
Okay, war auf jeden Fall nice. Leute, das war die zweite Runde gegen das gleiche Team. Ich hoffe, wir treffen nicht nochmal dasselbe Team. Wir hängen noch eine Runde innen dran und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich. So, und willkommen zu Runde 3. Und es sieht so aus, als würde es schon wieder das gleiche Team sein, gegen das wir kämpfen, nämlich Schokoeis. Und er schreibt, diesmal gewinnen wir. Und deswegen sind wir jetzt besonders vorsichtig. Alter, dass wir dreimal... Oh, ja. Oh ja, Thunder HD hat auch ein bisschen mehr Leben schon. Okay, pass auf, diesmal gehen wir wieder auf den, mit der Waffel. Eistütenmann, ja. Ja. Oder Eistüte, sag ich einfach. Ich bin der Meister im Ding erkennen. Die ganze Zeit immer schön drauf. Dass sie einen Splash-Heal haben, versaut einem immer den schnellen Kill, muss man sagen. Ist jetzt hier eine, Dinge? Oh ja, der hat jetzt schon nur noch... Oh ja, der hat bald nur noch 1000. Ja, ich hier bin auch Heal-Totem sitzt und es tickt durch. Unser Heal-Totem tickt gut, schön. Gut, sehr gut. Oh, sieht er, oh, er ist getickt. Oh, er geht runter. Ihm geht's gar nicht mehr gut. Ich geh zur Heilung. Ja. Ich geh zur Heilung und hab die Heilung bekommen. Okay, gut. War mega perfekt. Gut, er ist hinter dir. Oh, hinter das war eine mega perfekte Runde. Okay. Ich hab Mauer gesetzt. Ja, Wall, sehr gut. Und bam. Junge, es sieht nicht mehr gut aus für ihn. Er hat 200. Jetzt dranbleiben. Wir kleben wie eine Klette. Okay. Er versucht jetzt zu flüchten. Passt gut auf, dass er nicht abhaut. Er hat. Oh, und. Bam! Er ist 120. 190, 80, 70. Alter, er hat die Mauer gut gesetzt, muss man sagen. Aber wenn er jetzt hochkommt, ist er tot. Bam! Hab ihn zermatscht. Scheiße. Scheiße, Tuddle, ich war gerade aus dem Teamspeak rausgeflogen. Hallo? Tuddle? Scheiße. Alter, irgendwas ist mit dem Teamspeak kaputt. Alter, was ist denn hier los? Scheiße, ich bin aus dem Teamspeak rausgeflogen. Ich weiß nicht genau, was da los ist. Scheiße. Okay, wir haben auf jeden Fall dreimal gewonnen. Hä, was ist denn hier? Warte mal kurz, was ist denn hier los? Connection lost. Alter. Connected. Hallo? Hallo? Also ich bin gerade irgendwie ganz komisch aus dem TS rausgeflogen. Ja, der TS hat richtige Probleme letzte Zeit. Ich weiß nicht, was damit los ist. Okay, krass. Aber wir haben es trotzdem noch geschafft. Wir haben es geschafft. Boah, Leute, dreimal in Folge die weggebasht. Obwohl, der eine, habt ihr vielleicht nicht drauf geachtet, aber jetzt guckt nochmal nach. Er hatte 2022 Leben, das heißt, er hatte sich schon das hier gekauft. Hier bei Combat Upgrades, da kann man sich nämlich noch mehr Schaden holen, mehr Leben, mehr Energie und mehr Cooldown-Sachen. Und er hatte schon mehr Leben und er hatte nämlich schon... Hier das erste Lebensupgrade. So. Das habe ich noch nicht. Können wir uns auf jeden Fall auch mal holen, so Upgrades. Aber ich würde sagen, kaufen tun wir in der nächsten Runde. Wenn ihr Bock drauf habt, dass wir so eine Kaufrunde machen, wo wir mal richtig viele Coins sammeln und dann so richtig viele Sachen kaufen, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und Schokoeis und Zander HD, ihr habt gut gekämpft. Ihr wart gute Gegner, aber da haben wir euch nochmal eine Schelle gegeben. Beim nächsten Mal, ne? Hier. Zander HD, schöne Grüße an dich und Schokoeis, schöne Grüße an dich. Kannst du mich hören? Ich höre dich, ja. Der TS laggt super rum, ich kann gar nichts verstehen von dem, was du sagst. Okay, der TS hat auf jeden Fall Probleme. Trotzdem, Leute, also wenn ihr Bock habt auf diese Kaufrunde und wenn ihr weiter Bock habt auf Arena, dann lasst auf jeden Fall eine Wertung da, das zeigt, zeigt uns, dass euch das Format gefällt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao. Tschüss.